Mein Name ist Jürgen Rhein, ich bin hier Mitarbeiter beim Sozialen Dienst der Stadtverwaltung Leonberg. Ja, und bin hier in der Einzelberatung auch tätig. Und in den letzten Jahren haben wir verstärkt festgestellt, dass immer mehr betroffene Angehörige zur Beratung gekommen sind und erklärt haben, mit meinen Angehörigen, meiner Mutter, meinem Vater hat sich was verändert. Und das war Demenz. Wir haben dann erfahren, dass es dieses bundesweite Programm gibt, lokale Allianzen für Menschen mit Demenz. Wir haben uns mit unserem Amt dort beworben. Wir haben nach kurzer Zeit den Zuschlag bekommen, an diesem Programm teilzunehmen. Ja, der erste Schritt war dann die Gründung einer Steuerungsgruppe. Wir wollten die vorhandene Kompetenz in unserer Stadt zusammenfassen. Die ist bei unserer Sozialstation, die ist bei der Samariterstiftung, die ist natürlich beim Klinikum Südwest und die ist auch im Stadtseniorenrat. Ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit war eben auch, die Ehrenamtlichen mit einzubeziehen. Daneben haben wir auch versucht, den Einzelnen, den Betroffenen zu stärken, sich zu seiner Krankheit zu äußern und die Angehörigen, damit sie eine Möglichkeit haben, wie gehe ich mit dem um. Mein Name ist Jakob Fries, ich arbeite hier in der Sozialstation Leonberg und bin der Koordinator für die Demenzgruppenbetreuung. Warum liegt das hier alles auf dem Stroh? Ja. Frau Nascht hat es gesagt, wir haben hier einen gefüllten Picknickkorb. Demenzgruppenbetreuung heißt bei uns, dass wir von Montag bis Freitag immer am Nachmittag von 14 bis 17 Uhr eine Betreuung für demenzerkrankte Menschen, die noch zu Hause leben, anbieten. Und was sehen Sie denn in dem Korb drin? Was ist denn da alles drin? Kokospitz. Kokospritz, genau. Ja, also ein Blick auf Süße, gell, da unten vorbei, ja. Wir wollen damit einerseits Entlastung schaffen für die pflegenden Angehörigen, dass sie einfach mal 2 bis 3 Stunden Zeit haben, etwas für sich zu tun, die Seele baumeln zu lassen. Und des anderen aber auch, dass die demenzerkrankten Menschen zu uns kommen können. Es wird gemeinsam gebastelt. Man sieht es hier an diesen wunderschönen Sachen, die in den Gruppen gebaut werden. Wir arbeiten mit Musik. Wir machen sehr viel möglich, gemeinsame Ausflüge mit unseren Gästen. Mein Name ist Sabine Heidecke. Ich leite unsere 3 Gesprächskreise für pflegende Angehörige bei der Sozialstation Leonberg. Wir haben 3 Gesprächskreise, einen für pflegende Männer in Leonberg, einen für pflegende Frauen und einen gemischten im Familienzentrum in Gerlingen. Der Austausch der Betroffenen untereinander ist ganz besonders wichtig. Wir tauschen Tipps aus, Sachinformationen. Es wird aber auch gelacht, geweint und viel getröstet. Allein schon die Erkenntnis, dass man nicht alleine ist, sondern auch andere in der gleichen Situation sind, hilft den Angehörigen oft viel weiter. Und dann können Sie in aller Ruhe mal üben, wie man mit dem Rollator einsteigen und aussteigen kann. Also alles Gute, tschüss. Mein Name ist Ursula Krupp. Ich bin die Vorsitzende des Stadtseniorenrates Leonberg. Einmal im Monat bieten wir eine Sprechstunde für jedermann, das heißt für alle Leonberger und Leonbergerinnen, hier im Bürgerzentrum Stadtmitte hinterm Leosender. Dort kommen Menschen, die Wünsche äußern, zum Beispiel an welcher Stelle es notwendig wäre, eine Ruhebank zu schaffen, oder sie brauchen Informationen, zum Beispiel, welche Angebote gibt es in Leonberg? Oder Sie haben Probleme, Sie kommen mit dem Rollator zum Beispiel nicht in den Bus oder in den Zug. Außerdem werden unsere Termine alle veröffentlicht im Amtsblatt, auch die Telefonnummer vom Stadtseniorenrat und vom Kreisseniorenrat. Und wenn wir eine besondere Veranstaltung haben,
werden Flyer verteilt in großer Zahl, die überall ausgelegt sind und die Sie dort mitnehmen können, kostenlos. Das ist unser Angebot vom Stadtseniorenrat Leonberg. Das Krankenhaus Leonberg ist für die akutmedizinische Versorgung der Patienten in der Stadt und in der Region zuständig. Beispielsweise kommen Patienten nach einem Sturz in die Notaufnahme und werden dort versorgt und notfallmäßig operiert. Viele wissen nicht, dass jeder fünfte Patient im Krankenhaus neben seiner akuten Diagnose an Demenz leidet. Ich und mein Team, wir kümmern uns insbesondere um Patienten mit Demenz im Krankenhaus und betrachten die Patienten ganzheitlich. Eng arbeite ich mit den Unfallchirurgen zusammen. Wir führen gemeinsame Visiten durch, sprechen über die Medikamente und schließen Patienten in die Frührehabilitation ein. Das Besondere am Krankenhaus Leonberg ist die farbliche Gestaltung der unfallchirurgischen Station, die Patienten mit Orientierungsstörungen helfen soll, zurechtzukommen. Die Patientin kommt von zu Hause, hat dort alleine gelebt mit Unterstützung vom Sohn. Vor allem die enge Zusammenarbeit der verschiedenen Berufsgruppen im Team aus Ärzten, Pflegekräften, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und Logopäden fördert die Selbstständigkeit der Patienten und hilft, die nötige Unterstützung anzubieten. Wir befinden uns in der Seniorenresidenz Leonberg. Ich bin Frau Fasko, stellvertretende Pflegedienstleitung hier im Haus. Wir bieten 203 pflegebedürftigen Menschen Plätze, was sich in 6 Wohnbereiche unterteilt. Was uns besonders hervorhebt, ist ein geschlossener Wohnbereich. Unser Personal ist natürlich geschult worden, Bereich Pflege sowie auch Betreuung, speziell für demenzerkrankte Bewohner. Der geschlossene Wohnbereich bietet einen Außenbereich. Da kommen Sie mit Tieren in Kontakt, sowie auch Gartenarbeit. Innen drinnen haben wir verschiedene Themenbereiche, wo die Bewohner sich individuell entfalten können. Mein Name ist Katja von Götze-Siegle. Ich bin angestellt beim Betreuungsverein Leonberg. Ich bin gelernte Juristin und führe selber Betreuungen. Als Betreuer nehmen wir den Angehörigen die Arbeit ab. Wir regeln nämlich alle rechtlichen Angelegenheiten, die notwendig sind und die der betroffene Betreute selber nicht mehr entscheiden kann. Als Betreuungsverein obliegt uns aber auch die sogenannte Querschnittsarbeit. Das heißt, wir gewinnen, wir bilden fort und beraten ehrenamtliche Betreuer. Ehrenamtliche Betreuer und Bevollmächtigte, die Fragen haben oder denen Probleme entstehen, können sich jederzeit für Rat und Tat an uns wenden. Wir stehen als entsprechender Ansprechpartner jederzeit zur Verfügung. Als Betreuungsverein sind wir anerkannt vom Land Baden-Württemberg und vom Landkreis Böblingen. Mein Name ist Silvia Reck, ich bin hier die Hausleitung im Samariterstift Leonberg. Wir haben ein Pflegeheim mit 122 Bewohnern. Davon haben wir 50 Bewohnerplätze in 4 Hausgemeinschaften eingeteilt. Das Besondere an unserem Haus ist, dass wir darauf eingehen, unseren Bewohnern die Selbstständigkeit und ihre Fähigkeiten möglichst lange zu erhalten und sie zu stärken in den Dingen, die sie noch können. Dabei unterstützen die Fachkräfte, gerontopsychiatrische Fachkräfte und auch unsere Alltagsbegleiter die Fähigkeiten der Bewohnerinnen und Bewohner. Wir achten darauf, dass sie in Würde und Geborgenheit den Tagesablauf gestalten können. Wir arbeiten hier ausschließlich mit Fachkräften, die speziell ausgebildet sind in der Betreuung von Menschen mit einer Demenz. Wir arbeiten mit Alltagsbegleitern, die in den Hausgemeinschaften die hauswirtschaftliche Versorgung mit übernehmen und die Bewohnerinnen und Bewohner dabei unterstützen. Wir arbeiten auch mit einem Betreuungsdienst, der eben für die Fest-, Feier- und Aktivitätsgestaltung zuständig ist. Ich habe eine Frage zu einer Patientenverfügung, da in meinem Bekanntenkreis eine demenzerkrankte
Person ist. Also ich bin Reinhard Ernst, der Vorsitzende der Insel Leonberg. Insel bedeutet Initiative, Selbstbestimmen, Vorsorgen. Wir beraten Menschen in Leonberg und Umgebung zu den Themen Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Wir tun dies seit 2002 ehrenamtlich. Wir beraten Angehörige, damit diese im Falle einer Demenzerkrankung entscheiden können und wissen, wie sie im Sinne des Erkrankten richtig entscheiden. Kommen Sie zu uns in die Beratung. Wir kommen auch gerne zu Ihnen nach Hause. Bringen Sie eine Stunde Zeit mit. Wir besprechen alle Details einer Patientenverfügung und einer Vorsorgevollmacht mit Ihnen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ja, wir beide, ich bin Pfarrerin Claudia Krüger, Pfarrer Jochen Haas, wir sind in der Altenpflegeheimseelsorge tätig. Wir haben Zeit für die Menschen hier, wir machen Besuche zum Geburtstag oder wenn Menschen uns brauchen oder einfach so. Wir begleiten die Menschen und kommen mit ihnen ins Gespräch über Fragen des Lebens, auch und gerade dann, wenn man an den Grenzen des Lebens anstößt. Als Pfarrer sind wir natürlich auch Ansprechpartner und Gesprächspartner für Fragen des Glaubens, um gemeinsam zu überlegen und zu fragen, zu hoffen und zu vertrauen. Geh aus, mein Herz, und suche Freude. Und wir laden natürlich zu unseren Angeboten ein. Andachten, Gottesdienste, Bibelnachmittage, vielerlei. Ja, die Feste im Kirchenjahr sind uns besonders wichtig. Weihnachten, Erntedank, Jahresende, Pfingsten, Ostern. Wichtig ist uns, dass wir eingebunden sind in die Einrichtung hier vor Ort, aber auch nach außen gut vernetzt sein, zum Beispiel in die lokale Allianz für Menschen mit Demenz. Alle unsere Angebote richten sich gleichermaßen an Menschen mit oder ohne Demenz. Wir versuchen, ihre Gefühle anzusprechen und das, was ihnen vertraut ist, was ihnen noch in Erinnerung ist. Und es heißt ja, das Herz wird nicht dement. Da, wo lieb ich, alles, was so grün ist, weil mein Schatz ein Jäger. Wir sind die Tagesbetreuungsstube. Hier treffen sich hauptsächlich Menschen mit Demenz, Depression, eingeschränkter Alltagskompetenz. Hier in der Stube bieten wir ein strukturiertes Angebot in Wohnzimmeratmosphäre. Das heißt, wir bieten gemeinsame Mahlzeiten an, singen, tanzen, Gymnastik und vieles, vieles mehr, sodass Angehörige einfach Zeit haben, auch über 8 Stunden mal Kraft zu schöpfen. Wir sind einfach da für die großen und kleinen Freuden und Sorgen. Das Besondere an der Stube ist das engagierte Personal und der fabelhafte Personalschlüssel 1 zu 3, also ein Mitarbeiter für 3 Gäste. Und irgendwie ist es für uns alle ein Zuhause. Ich brauchte einen Tag für mich, ich brauchte mal ein paar Stunden, wo ich allein sein konnte, wo ich mich um meine Frau kümmern musste. Also das war die eine Seite. Das war eigentlich so die Motivation, so begann das mal. Dann habe ich aber sehr schnell festgestellt, dass meine Frau ja viel mehr bringt. Und damit hatten wir eigentlich beide was davon. Sehr, sehr viel. Wie man hier mit den Gästen umgeht, einfach die Atmosphäre, die hier geschaffen wurde, die kann ich nur loben. Die kann ich, also besser geht schon gar nicht mehr. Ohne die Stube hätte ich die letzten 3 Jahre nicht überstanden. Aber der Wagen, der rollt.